Herzlich willkommen zu Continuous Deployment Roadmap, die Anforderungen für Continuous Deployment in größeren Unternehmen oder sagen wir klassischen Organisationen. Mein Name ist Stefan Kaps, ich leite die Softwareentwicklung im Bundesamt für Soziale Sicherung in Bonn. Dort habe ich auch die Java User Group gegründet und habe jetzt mit Java und allem, was dazugehört, schon relativ lange zu tun. Also als Entwickler und Architekt jetzt schon viele Jahre. Daneben noch ein paar andere Schwerpunkte. Und ich würde gerne starten, nicht mit einer Umfrage, weil dafür haben wir auch zu wenig Zeit. Die ist ja nur 35 Minuten, der Talk. Aber ich sag mal, ich vermute mal etwas, dass einige von euch gerne Continuous Deployment machen würden und manche es vielleicht sogar machen müssen, weil ihr schnell irgendwie neue Features ausliefern müsst, um Geld verdienen zu können. Vielleicht habt ihr aber auch den Zwang oder auch zumindest mal den Wunsch, Sicherheitspatches und sowas schnell ausliefern zu können und wollt euch daher auf den Weg zu Continuous Deployment machen. Und genau dabei würde ich euch heute gerne unterstützen und hoffe, da ist was dabei, was ihr mitnehmen könnt. Denn häufig ist jetzt in klassischen Organisationen sind noch viele Release-Anti-Pattern aufzufinden. Also wir deployen noch manuell, vielleicht sogar in Test- und Staging-Umgebungen erst, nachdem die Entwicklung fertig ist. Und wir konfigurieren noch Produktionssysteme manuell durch vielleicht einen IT-Betrieb, der sogar noch organisatorisch getrennt ist. Und das Ganze hat diverse Nachteile. Also das ist natürlich fehleranfällig, wenn wir Dinge manuell machen. Wir bekommen relativ spät Feedback, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und das Ganze vor allem skaliert eben auch nicht mehr, wenn wir jetzt in einer klassischen Anwendungslandschaft sind und eben nicht nur ein Produkt betreuen, sondern eine Landschaft mit zwei- oder vielleicht dreistelliger Anzahl an Anwendungen. So ist es nämlich auch bei uns. Wir sind noch im zweistelligen Bereich, würde ich sagen, aber wir müssen gucken, dass alle Maßnahmen, die wir ergreifen, skalieren. Und wir wollen eben auch schnell sein mit allem, aus allen Gründen, die ich schon genannt habe, Features, Security. Und wir haben auch keine Zeit, das alles noch irgendwie manuell zu machen. Releases müssen langweilig werden. Da darf kein Risiko mehr dabei sein. Das muss häufig passieren. Es muss so oft passieren, dass wir keine Angst mehr haben, auf einen Knopf zu drücken. Oder im besten Fall passiert das vollautomatisch. Und die Risiken so klein zu halten, dass da keine Bedenken mehr sind. Ja, und das wollen wir eben mit einem automatischen Deployment in Produktion machen. Vielleicht nicht bei jedem Commit, aber zumindest auf Knopfdruck. Deswegen, ich werde euch jetzt auch heute ein paar Sachen vorstellen, die relevant wären, wenn das wirklich bei jedem Commit passieren soll. Aber wenn ihr nachher sagt, okay, für uns reicht das, wenn man auf den Knopf drücken kann, dann ist das Ziel schon erreicht, würde ich sagen. Frage, was sind eure größten Herausforderungen? Ist es wirklich so, dass die anderen die meisten Bedenken haben, dass dass es Probleme bei der Verfügbarkeit gibt, wenn ihr häufig deployt, dass Anwendungen ausfallen während Updates? Und gibt es vielleicht Sicherheitsbedenken, dass wenn jetzt die Entwickler in Produktion deployen können oder halt irgendein System automatisch deployt oder ihr Qualitätsbedenken existieren, wenn jeder Commit kurz später in Produktion ist, ist das wirklich das, was am meisten behindert? Oder ist es in klassischen Organisationen nicht eher der Punkt oder der entscheidende Aspekt wegen der geteilten Verantwortlichkeiten, dass jetzt eben hier Dev in Prod deployen kann? Und was ist dann vor allem mit diesen ganzen Zugängen? Was ist mit Credentials zu Systemen, zu Datenbanken? Muss der Entwickler die jetzt alle kennen und haben da nicht dann die meisten, vor allem im Betrieb, Bedenken dabei? Nochmal kurz zur Begriffsklärung, weil wir da jetzt auch nochmal drüber stolpern werden. Also erster Schritt, Continuous Integration, geht natürlich bis zum Akzeptanztest, bis zur Stage. Ein Continuous Delivery hier in der Definition sagt, wir kommen damit bis in Produktion, aber eben mit einem manuellen Knopfdruck. Und Continuous Deployment würde bedeuten, alles passiert automatisch bei jedem Commit.
Was ist sonst noch die Motivation, die uns hier zu diesem Thema führt? Grundsätzlich der Wunsch, die Geschwindigkeit von Deployments zu steigern, dass wir nicht mehr RFCs, Request for Changes, erstellen müssen, die nach ein paar Wochen bearbeitet sind, die ein Ping-Pong spielen, sondern dass wir hier Fahrt aufnehmen. Ich habe zu diesem Continuous Deployment Thema, was jetzt hier auch Inhalt des Vortrags ist, einen Artikel geschrieben, der Anfang des Jahres, meine ich, im Java-Magazin erschienen ist. Erst danach habe ich dieses Buch hier gelesen und kann euch das empfehlen. Und Gott sei Dank bestätigt das alle Punkte, die ihr auch heute hören werdet. Es heißt Accelerate und ist zum Beispiel auch von Jess Humble und Gene Kim, also Jess Humble, der auch Continuous Delivery Buch geschrieben hat. Und es beinhaltet so 24 Kompetenzen, die sie identifiziert haben, auch anhand wirklich von wissenschaftlichen Studien, die ein Team ausmachen, die wirklich performant Software bereitstellen können. Das ist in ein paar Kategorien eingeteilt. Wir gucken nachher mal gleich das mal ein bisschen ab, was wir davon alles hier jetzt in den 35 Minuten gehört haben. Okay, das ist ja eine Roadmap, die ich jetzt hier beschreibe. Das heißt, wir starten mal weit vorne. Continuous Integration, habt ihr wahrscheinlich schon genug drüber gehört. Macht hoffentlich auch jeder schon. Vorteile sind bekannt. Wir können jetzt bei jedem Commit automatisch ein Build machen. Wir können den Code checken. Wir haben jederzeit auslieferbare Software, kriegen schnelles Feedback, weil wir auch schnell abbrechen können. Und kriegen ein gesteigertes Vertrauen auch in unsere Anwendungen und unseren Bereitstellungsprozess. Wenn wir dann noch automatisierte Tests drin haben und statische Analysen und sowas, dann können wir auch sagen, dass wir die Qualität dadurch steigern. Wir brauchen ein paar Sachen, um das überhaupt zu ermöglichen. Die Klassiker natürlich, Versionskontrollsystem, irgendeine Art von Continuous Integration Server, welches Tool das ist, ist egal, Hauptsache die Builds werden angezeigt, Auswertungen werden erzeugt und ein paar Dashboards vielleicht, Code-Analysen, Alarmierungen bei fehlgeschlagenen Builds. Wir brauchen irgendeine Art von Repository, wo wir das Gebaute auch ablegen können. Brauchen, wie gesagt, automatisierte Tests. Wenn wir das jetzt für die Anwendungen, die wir jetzt hier auf die Reise schicken wollen, noch nicht haben, dann sollten wir das zumindest jetzt nachträglich so für die Haupt-Use-Cases, für die Happy Paths zumindest mal erstellen, dass wir uns da auch sicher sein können, bei Änderungen, dass nichts kaputt geht. Wir sollten mit Security-Testing schon anfangen. Da habe ich auch separate Vorträge schon zu gemacht. Wir haben auch auf der Konferenz hier schon einige gesehen, auch gerade vorher, dass wir statische und dynamische Analysen machen sollten. Und wir brauchen am besten ein Trunk-Based Development. Das heißt, dass wir quasi das, was wir aus Subversion und so weiter schon kannten, schon immer gemacht haben, auch mit Git weitermachen sollten, wenn wir im Unternehmen sind. Aber wir sind kein Open-Source-Projekt, was tausendmal geforkt wird und lokal weiterentwickelt wird und wir machen dann Merge-Request, sondern wir bauen alle am gleichen Produkt während eines Sprints oder so weiter und wollen immer auslieferbar sein. Wir wollen eigentlich Feature-Branches auf jeden Fall vermeiden. Wir brauchen noch ein Agreement, das alles eingecheckt wird, regelmäßig, dass wir sowas haben wie Bugbehebung vor Feature-Entwicklung und so weiter. Da kommen noch ein paar weitere Praktiken dazu, die ich jetzt hier nicht alle vorlesen werde. Die Folien bekommt ihr, denke ich, und ihr könnt da die Aufzeichnung nochmal anschauen oder ich werde sie auch bei Twitter posten und online bereitstellen. Was es alles noch für notwendige Praktiken für Continuous Integration gibt, das stammt alles aus dem Buch von Jess Humble für Continuous Delivery. Und beschreiben so, was ist zu tun bei Problemen oder fehlgeschlagenen Tests. Zu den empfohlenen Praktiken gehört dann noch sowas wie natürlich Extreme Programming Praktiken und eben den Build fehlschlagen lassen bei diversen Verstößen, was die Architektur betrifft, was zu langsame Tests auch betrifft und was Code-Style-Verstöße betrifft. Da kann man sich mal irgendwann ein paar Baselines überlegen, auch die Regeln mal anpassen auf die man nur haben möchte, auch die Kategorisierung davon ein bisschen klarer einsortieren. Ja, das sind so die Basics. Gehen wir weiter zum Punkt Continuous Delivery. Hier wollen wir jetzt eben einen Schritt weitergehen. Wir wollen schneller deployen und somit eben auch das Risiko minimieren, weil wir es auch häufiger tun wollen.
Denn jede erfolgreich durchlaufende Stage erhöht irgendwie unsere Gewissheit, dass das alles funktionieren wird. Wir automatisieren den gesamten Prozess, also vom Kompilieren der Software, also Ausführen der Tests, Verteilen von Konfigurationsänderungen auf verschiedene Umgebungen bis zum Deployment und können auch insgesamt das Aufsetzen neuer Projekte dadurch beschleunigen, weil alles ein bisschen mehr standardisiert wird. Auch die Transparenz ist irgendwie erhöht, weil alles eben offengelegt ist, warum etwas nicht funktioniert. Genau, und die Anforderungen für CD sind die gleichen wie für Continuous Integration. Es kommen natürlich jetzt ein paar Sachen dazu. Wir brauchen Delivery Pipelines, also quasi die Fertigungsstraße unserer Software. Die sollten auch irgendwie geskriptet sein. Warum, kommen wir auch nochmal gleich dazu. Jetzt kommen ein paar spannende Sachen oder spannendere Sachen jetzt schon mal dazu. Wenn wir kontinuierlich ausliefern wollen, dann müssen wir uns auch mit automatisierten Datenbankänderungen beschäftigen. Denn das haben wir vielleicht nicht jeden Tag, aber sicherlich hier und da mal. Und es wäre dann nicht mehr angebracht, für Datenbankänderungen wiederum ein Ticket aufzumachen, was an den Datenbankadmin geht und dann einen Zeitpunkt abzustimmen, wann das passiert, um dann zu deployen. Hier müssen wir uns was überlegen. Da gibt es aber auch schon was für, zeige ich euch gleich. Das Gleiche gilt für Unified Deployment. Wir müssen also gucken, dass wir unsere Landschaft so ein bisschen vereinheitlichen, damit wir mit der Automatisierung auch weiterkommen. Das Ganze kann organisatorische und kulturelle Herausforderungen bedeuten, vor allem sowas wie automatisierte Datenbankänderungen, wenn es tatsächlich so ist, dass es einen klassischen Betrieb mit sogar separaten Datenbankadmins gibt. Die werden vermutlich das Gefühl haben, dass ihr ihnen was wegnehmen wollt. Das kann zu Schwierigkeiten führen, die zu lösen sind. Kommen wir zu dem Punkt automatisierte Datenbankänderungen. Da gibt es Tools für. Flyway und Liquibase sind so die bekanntesten. Ist auch grundsätzlich Open Source, wenn ihr nicht erweiterten Support dafür braucht. Und die Funktionsweise ist ähnlich, sage ich mal. Ihr habt irgendeine Art von Skripte. In diesem Fall bei Flyway könnt ihr auch plain SQL-Skripte verwenden. Die werden in Reihenfolge gebracht. Wie ihr hier seht, sind die mit quasi Versionsnummern versehen, aufsteigend. Und ihr könnt dann im Code, hier jetzt endlich mal Code, wir sind ja jetzt heute ein bisschen methodisch unterwegs auf einer Java-Konferenz, könnt ihr hier sehen, dass Flyway dann beim Start der Anwendung auch eine Migration starten würde, die sich auch so nennt. Und dadurch wird ausgelöst, dass Flyway in einer Datenbanktabelle, die es selber verwaltet, nachschaut, welche Datenbankskripte sind schon ausgeführt worden und in dem Verzeichnis, was ihm bekannt gegeben wurde, nachschaut, ob es inzwischen neue Skripte gibt, die noch nicht ausgeführt wurden. Wie man hier sieht, ist zum Beispiel, sind drei Skripte schon ausgeführt worden bis zur Version 3.1. In dem Verzeichnis liegen aber weitere, Version 4 und 5. Die würden jetzt beim nächsten Start der Anwendung ausgeführt werden. Falls ihr euch schon mal damit beschäftigt habt und die Tools vielleicht kennt und schon mal gefragt habt, wann nehme ich eigentlich welches, kann ich euch jetzt mal ganz grob dazu nur sagen, Flyway könnt ihr gut verwenden, wenn ihr das zum Beispiel für interne Anwendungen benutzt, wo ihr nur eine einzige Datenbanktechnologie unterstützen wollt. Bei Liquibase habt ihr die Möglichkeit, eine Abstraktion einzuführen und dadurch kann Liquibase das auch für diverse Datenbank-Tools gleichzeitig ausführen, was für Produkte gut ist, die ihr zum Beispiel an Kunden ausliefern wollt, wo ihr den Kunden nicht zwingen wollt, ein bestimmtes Datenbanksystem zu benutzen. Es gibt noch andere Gründe für das eine oder andere. Ich habe da schon vor 5 Jahren, glaube ich, mal einen Talk zugemacht. Könnt ihr mal bei Slideshare oder so gucken, da sind die Folien noch dazu, da sind die ganzen Vor- und Nachteile aufgeführt. Wer zum Beispiel welches Datenbanksystem unterstützt oder sind Rollbacks möglich und solche Dinge. Ja, Unified Deployment, das heißt, wir wollen irgendwie alles gleich einheitlich betreiben. Das bekommen wir jetzt im klassischen Sinne für eine ganze Landschaft vermutlich niemals hin,
so jetzt quasi Architekturrichtlinien vorzugeben, wie alles muss in einem Wildfly 20 betrieben werden oder sowas. Das ist, denke ich, unrealistisch. Und wir können auch nicht alles ständig modernisieren, also zumindest nicht auf einen Schlag. Wir können aber auch nicht im Betrieb sagen, weil wir jetzt so viele diverse Konstellationen haben, auch vielleicht an Java-Versionen, Runtimes und was auch immer. Wir brauchen jetzt mal 200 VMs, um dem Rechnung zu tragen und auf jeder VM immer nur einen Dienst laufen zu haben. Also brauchen wir, worauf wird es hinauslaufen, sowas wie Container, dass wir alles quasi einpacken können und dann eben sowas wie das Paketieren, die Umgebung und den Prozess für alle Anwendungen relativ leicht vereinheitlichen und automatisieren können, gewisse Dinge, um hier zu einer Standardisierung zu kommen. Ja, bedeutet eben alles in Container packen, das allerdings dann natürlich auch für alle Umgebungen, die wir haben, vereinfacht im Prinzip die gesamte Infrastruktur, weil wir, je nachdem wie groß jetzt unsere Landschaft ist oder wie fett wir die Maschinen ausstatten, reichen ja auch einzelne Hosts, die wir uns dann dahinstellen, auf denen wir alles betreiben. Und alle Umgebungen sind eben gleich und leicht automatisierbar. Dann war noch der Punkt Delivery Pipelines offen. Also im Maximalausbau sah das bei uns tatsächlich auch mal so aus für eine Anwendung. Das ist okay, wenn wir jetzt ein Produkt hätten und sagen wir mal, wir haben ja auch den Jenkins im Einsatz und wir haben jetzt hier dann halt 19 Jenkins-Jobs, die wir dann da angelegt haben, alles gut. Aber wir betreuen halt diverse 60 Produkte, mit, die nicht nur aus einem Dienst bestehen, also eine dreistellige Zahl an Komponenten. Das können wir nicht mehr manuell pflegen. Selbst wenn nur, wenn es nur 5 Jobs wären, ist das unrealistisch. Also vor allem in dem Sinne, dass wir auch viel zu viel Angst hätten, den Jenkins abzudaten oder so. Und Änderungen eben ja, unmöglich sind. Wir haben jetzt die Automatisierung automatisiert. Das nach oben drauf und können jetzt quasi, also wir betreiben dann auch den Jenkins in Containern. Der Jenkins durchläuft dann unsere Versionsverwaltung und sucht sich alle Projekte mit einem bestimmten Tag raus. Zum Beispiel, weil der Jenkins jetzt ausgelegt ist, Java 11 Projekte zu bauen. Dann werden die alle ausgecheckt. Die haben auch dann immer den gleichen Aufbau. Da liegt ein Docker-File drin und 3 Jenkins-Files fürs Bauen, fürs Deployen und für den Nightly Build. Und im Jenkins selbst existieren Seed-Jobs, die dann eben genau diesen Durchlauf machen und dann für alle Projekte im GitLab mit diesem Tag jeweils diese 3 Jobs baut. Somit können wir den Jenkins jederzeit wieder frisch aufsetzen und haben auf einen Knopfdruck wieder alle Projekte drin. Werfen wir nochmal einen Blick zurück auf die Motivation, die jetzt aus diesem Buch stammt. Ganz grob zusammengefasst sind das hier die ersten 8 Punkte aus dem Continuous Delivery Kompetenzen. Und wenn ihr euch die anschaut, sind das im Prinzip genau die, die wir jetzt auch hier hatten. Ich habe wirklich das Buch erst danach gelesen. Was wir hier noch nicht hatten, ist jetzt sowas wie Testdatenmanagement. Darum muss man sich natürlich auch irgendwie kümmern. Aber alles andere ist genau das, was wir jetzt betrachtet haben und was wissenschaftlich bewiesen einen riesen Einfluss auf die Performance eurer Softwareauslieferung hat. Jetzt fragt ihr euch aber vielleicht, ja okay, war jetzt auch viel nochmal drin mit Trunk-Based und keine Branches und sowas, was ist denn jetzt mit den Long-Running-Changes oder Refactorings? Ne? Wie gehen wir denn jetzt in der Entwicklung damit um? Da gibt es was für, und zwar heißt das Branch by Abstraction. Das verfolgt jetzt erstmal das Ziel, dass ihr inkrementelle Änderungen an einem bestehenden System durchführen könnt, aber die Lieferfähigkeit erhalten bleibt. Könnte man sich jetzt sowas vorstellen, in den Beispielen ist immer sowas genannt, wie ihr wollt den OR-Mapper austauschen oder sowas, ne? Macht man jetzt auch nicht so oft, aber im Prinzip geht es da um jede Art von Refactoring. Funktioniert eben nur, wenn ihr mit Trunk-Based Development vertraut seid. Und ich muss es auch in meinem Team eigentlich häufiger erwähnen, weil jeder zuckt halt immer sofort und würde Feature Branches anlegen, wenn er mal eine Änderung macht, die
für eine gewisse Zeit eigentlich alles kaputt machen würde. Aber schauen wir uns mal das Konzept an, wie das eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben also hier irgendeine Art von Implementierung, dieses FuDAO, und wir markieren das jetzt mal als deprecated und führen eine Abstraktion ein, die dann eben von der alten Umsetzung implementiert wird. Und dann verschieben wir alle Aufrufe nach und nach auf diese neue API. Jetzt können wir die neue Funktionalität implementieren gegen die gleiche API und können es testen. Wir können zum Beispiel Reverse Proxies einsetzen, um einen Teil der Anfragen an die neue Implementierung zu leiten, sowas wie Shadow Traffic. Wir können aber auch den gesamten Live-Traffic an alt und neu schicken. Sobald wir uns jetzt dann sicher sind, dass die neue Funktionalität wie erwartet funktioniert, können wir die alte Implementierung und eigentlich dann auch die Abstraktion wieder wegschmeißen. Und der Riesenvorteil ist, dass wir eine Migration anhalten können, der Bild aber grün bleibt. Was zwar bei Feature Branches ja grundsätzlich auch geht, aber das Wiederaufsetzen wird eben deutlich schwerer, da im Normalfall die Entwicklung weitergeht und wir nachher dann mal wieder in der Merge-Hölle landen werden. Und der Riesenvorteil ist aber hier eben auch, dass wir beides parallel haben und somit auch beides testen können, ob denn das Neue auch wie erwartet funktioniert. Und wenn wir das jetzt auch noch mit dem nächsten Punkt kombinieren, und zwar den Feature-Toggles, dann haben wir da eine schlagfertige Entwicklungstechnik. Mit den Feature-Toggles bekommen wir nämlich die Möglichkeit, das Deployment von einem Release zu entkoppeln. Und das bedeutet, wir haben Schalter. Wir haben Schalter, wo wir sagen, ab heute, ab morgen ist die eine Implementierung die relevante und nicht mehr die alte. Hilft uns eben auch dabei, dass die Teams irgendwie losgelöst voneinander entwickeln können. Also wenn wir in dem einen Sprint irgendwas vorbereiten, was erst im nächsten irgendwie weiter oder vollendet werden kann, können wir das eben auch mit Feature-Toggles verstecken. Toggles kann man jetzt gibt es mehrere, kann man in diverse Kategorien einteilen. Wir hätten jetzt hier die klassischen Feature-Toggles als Release-Toggles, um quasi unfertigen Code irgendwie auszublenden. Dann haben wir noch sowas wie Permission-Toggles, da rechts oben. Das kann man jetzt so quasi als Admin-Features verstehen, wo wir irgendwie so mal temporär irgendwas einschalten können, um irgendwas noch manipulativ zu machen oder zu bereinigen oder sowas. Dann haben wir die Experiment-Toggles. Das ist dann sowas wie, was uns Testen in Produktion ermöglicht, so ein AB-Testing. Und noch ein paar Ops-Toggles, wenn wir zum Beispiel irgendwas vorsehen wollen, für falls mal zu große Last auf gewisse Dinge kommt oder für Wartungs-Maintenance-Modes, dass wir dann gewisse Funktionalitäten vielleicht einfach abschalten können, weil sie gerade nicht funktionieren oder in den Wartungsmodus gehen oder sowas. Wie sieht sowas aus, falls manche das noch nie gesehen haben? Es gibt auch für Java eine schöne Library mit Toggles. Ihr legt quasi nur eine Enum an und die Features werden dann so als Konstanten, als Strings einfach nur verwendet. Das Ganze könnt ihr auch gruppieren und diese Features werden dann entweder in einer Datenbank mit abgelegt oder auch in einem File einfach nur geschrieben. Und dann könnt ihr sie im Code verwenden. Oben ist jetzt halt eine normale Implementierung, die mit einer If-Abfrage eben fragt, ist der Schalter gerade an? Wenn ja, dann mache ich das eine, wenn nicht das andere. Es funktioniert eben aber auch in Oberflächen, um zum Beispiel einzelne Menüs unsichtbar zu machen, indem er hier quasi, das ist ein JSF-Schnipsel, da rendert, ob das Feature aktiv ist, dann wird es eben angezeigt, ansonsten eben nicht. Genau, und wenn ein Feature zum Beispiel Fehler verursacht,
Dann könnte es zum Beispiel eben auch einfach deaktivieren, wenn das halt so ein einzelner Bereich zum Beispiel ist im Menü oder so. Und könnt, die Entwicklung kann ein neues Inkrement vorbereiten und somit quasi ein Fix-Forward machen und wir haben keinen Bedarf mehr für echte Rollbacks. Es kommt noch mit einer kleinen Oberfläche daher, sodass ihr hier auch einfach auf ein Knöpfchen drücken könnt und die Toggles an- oder ausschalten könnt. Aber es können eben auch Strategien dahinterlegt werden, dass ihr zum Beispiel sagt, nur ein bestimmter Benutzer oder eine Benutzergruppe oder ein bestimmter Prozentsatz an Usern darf das irgendwie sehen, benutzen. Oder was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben unseren Namen der Institution tatsächlich zum 01.01. geändert. Und dann mussten die Dokumente, die erzeugt werden, einen anderen Briefkopf haben. Und dann konnten wir hier ein Release-Date einstellen und dann wurden die Vorlagen aus dem anderen Ordner beim Erzeugen der Dokumente verwendet. Also das kann tatsächlich dann auch hier so zu einem echten Stichtag, wo man dann nicht davor sitzen will und nachts um 12 dann deployen will, sondern das kann man dann durch solche Release-Strategien ermöglichen. Ja, apropos Release-Strategien, was ist eigentlich mit Deployments ohne Ausfallzeiten? Also erstmal, die grundsätzliche Frage ist dann natürlich, braucht ihr das überhaupt? Häufig sagt man, ja, darf auf keinen Fall ausfallen, aber am Ende sind es meist relativ wenige Dienste, die tatsächlich nicht ausfallen dürfen. Aber gehen wir mal davon aus, dass es so wäre. Gibt es hier, oder ich stelle euch mal zwei Varianten vor, die schon relativ bekannt sind, vor allem jetzt, wenn man vielleicht auch im Cloud-Umfeld unterwegs ist. Zum einen gibt es das Blue-Green-Deployment, in dem haben wir hier zwei komplett identische Infrastrukturen. Auf der einen läuft jetzt unsere aktuelle Version der Anwendung mit allem, was dazugehört. Und wir würden jetzt mal auf die andere Umgebung, hier von mir aus die blaue, die neue Version deployen. Keine User werden dahin geschickt über den Router. Wir prüfen erstmal selbst, ob alles funktioniert, wie erwartet, und dann schalten wir um, komplett. Von der einen Umgebung auf die andere. Riesenvorteil dabei ist, wenn was schief geht, können wir natürlich sofort wieder zurückschalten auf die alte Umgebung. Des Weiteren können wir dann, wenn die nächste Version ansteht, einfach das Ganze wieder umgedreht machen. Hat aber vielleicht auch ein paar Herausforderungen. Was ist denn eigentlich mit den Transaktionen, die jetzt auf der alten Umgebung noch offen sind? Da müssen wir uns irgendwas fallen verlassen, wie man die auslaufen lassen kann. Und vermutlich, oder wir müssen zumindest darauf vorbereitet sein, muss unsere Anwendung und die Datenbank zwei Versionen gleichzeitig unterstützen. Denn während dann eben die Transaktionen auf der alten Umgebung noch abgeschlossen werden, muss das die Datenbank akzeptieren, genauso wie schon neue Transaktionen auf der neuen Umgebung. Und je nachdem, wie komplex und umfangreich diese Umgebungen sind, kann das natürlich auch teuer werden, zwei identische Umgebungen vorzuhalten. Eine Variante davon ist dann noch das Canary Deployment, ist quasi ähnlich wie davor. Nur jetzt würden wir nicht alle User auf die neue Umgebung lassen, sondern erstmal nur einen Prozentsatz. Vielleicht nur eine Region, vielleicht erstmal nur interne Mitarbeiter, je nachdem, um was es geht. Und dadurch können wir auch schon ein gewisses Testen in Produktion ermöglichen. Und das Problem dabei ist aber, das funktioniert ja nicht für alle Anwendungen. Ne? Wenn wir jetzt an Desktop- oder Mobile-Anwendungen denken, dann ist diese Variante vermutlich raus, denn da bestimmt der User den Update-Zeitpunkt und dann auch, da haben wir dann keinen Einfluss drauf. Auch hier müssen wir allerdings wieder vorhalten, dass trotzdem auf jeden Fall beide Versionen von Anwendung und Datenbank unterstützt werden müssen. Die zweite Umgebung ist aber im Prinzip nur temporär. Ne? Also wenn wir jetzt in den dynamischen Infrastrukturen wie der Cloud sind, können wir eben die zweite Umgebung, nachdem alles umgezogen ist, dann auch wieder ausschalten. Es gibt natürlich Unterstützung dafür von Tools, und zwar haben wir hier einmal ein Traffic-Beispiel ganz oben, dass wir ein Canary-Deployment haben mit einem gewichteten Faktor für die Version 1 und die Version 2 von 1 zu 5. Unten noch ein Beispiel für Istio, auch hier gibt es dann eben die Routen an Version 1 und 2, die mit einer Gewichtung von 90 zu 10 dann aufgeteilt sind.
das funktioniert natürlich alles super gut, wenn wir auch schon so ein bisschen in die Microservice-Architektur gehen, keine Abhängigkeiten beim Deployment haben und immer nur eine Komponente austauschen können, dann funktioniert das natürlich alles noch deutlich einfacher. Okay, nächster Step, Secrets Management. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt der geteilten Verantwortlichkeiten. Denn wenn wir uns das klassische Vorgehen nochmal überlegen, ist es natürlich häufig so, dass die Betriebsmitarbeiter jetzt manuell irgendwelche Secrets an irgendeine Stelle schreiben. Sei es in der Config-Datei, wie auch immer. Und das passiert halt manuell und damit eben haben wir ein Problem, dass sich das auch selten ändert wahrscheinlich. Wenn man das einmal angelegt hat, sind die erstmal für lange Zeit gültig. Und wenn wir dynamische Infrastrukturen haben und jetzt unsere Container irgendwo starten, wo gerade Platz ist, dann kriegen wir auch ein Problem, weil dann müssen wir diese Dateien, diese Konfigurationsdateien, wo das drinsteht, im Prinzip auf jedem Host vorhalten, egal ob da jetzt wirklich diese Anwendung läuft, die diese Secrets braucht oder eben nicht. Und man weiß auch überhaupt nicht, wer eigentlich auf diese Secrets Zugriff hat. Wir haben keinerlei Möglichkeiten von Policies und Audits da drauf zu legen. Aber unser Ziel ist ja eigentlich, die Secrets zu verstecken. Auch der Entwickler soll die ja eigentlich nicht wirklich immer im Zugriff haben. Ihr kennt vielleicht die Sachen oder die Ideen der 12-Factor-Apps, die sagen ja, schreibt es doch einfach in die Umgebungsvariablen. Das ist meiner Meinung nach keine gute Idee. War aber auch wahrscheinlich nie so gedacht von den Empfehlungen. Denn wenn ihr hier sowas habt wie ein Docker Inspect oder ihr guckt hier mit so einem Tool wie Portainer drauf, dann seht ihr natürlich diese Passwörter im Klartext, wenn die in den Umgebungsvariablen stehen. Das wollen wir nicht. Da gibt es aber auch Alternativen, zum Beispiel von HashiCorp gibt es da Vault für. Das ist quasi ein digitaler Schlüsselkasten. Und ihr könnt da alles ablegen, was ihr an vertraulichen Daten habt, Umgebungsvariablen, Zertifikate, Datenbank, Zugriffspasswörter, die können sogar dynamisch erzeugt werden. Das heißt, ihr sagt, eine Anwendung will jetzt auf eine bestimmte Datenbank zugreifen, dann kriegt sie temporär ein Passwort generiert, was nur für diesen einen Zugriff ist und danach ist es sowieso ungültig. Das Ganze ist organisiert in einem Key-Value-Store, was dann so über Pfade organisiert wird. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit für eine Authentifizierung und Autorisierung. Ihr könnt Policies anlegen, welche Rolle jetzt eben auf welchem Pfad welche Rechte hat. Alles wird aufgezeichnet und auditiert eben. Sehr gut für Informationssicherheitsbeauftragte, das nachzuvollziehen. Und ihr könnt eben auch die ganzen Schlüssel und Zertifikate mit Gültigkeiten versehen, dass sie auch automatisch wieder erneuert werden, so sogenanntes Key Rolling. Genau, ihr könnt auch eine komplette PKI damit verwalten und dann eben die Zertifikate austauschen lassen. Und was es sonst noch bietet, ist sogar noch eine API für eine Ver- und Entschlüsselung von Daten, sodass ihr eigentlich keine Libraries mehr in der Anwendung braucht für das Ver- und Entschlüsseln. Es gibt auch gute Integrationen schon für Spring gibt es das Cloud Vault Projekt und für Quarkus gibt es auch schon eine Extension, um das zu ermöglichen. Jawohl. Mal ein bisschen Gas geben. Wir haben nämlich noch eine Kategorie, Security und Compliance. Da nun kontinuierlich Systeme produktiv gehen können, quasi ohne jegliche Kontrolle, brauchen wir jetzt irgendwie weitere Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen. Und das erste, heute Mittag hatte ich schon einen ausführlichen Vortrag dazu, Container Security. Es gibt neue Risiken, die wir vorher so nicht hatten durch unser neues Betriebsmodell. Wir wollen nicht, dass unbekannte Container von irgendwelchen Sourcen benutzt werden, deren Inhalt wir nicht kennen, die vielleicht Verwundbarkeiten beinhalten. Und da kann ich euch empfehlen, einen Container Security Guide aufzustellen, in dem ihr schon mal sagt, wir verwenden nur offizielle und signierte Images. Das könnt ihr oder müsst ihr dann intern auch mit so einem Content Trust umsetzen. Da gibt es ein Tool für, zeige ich euch gleich. Vulnerability Scans, also eure Images scannen, ist das alles sauber, was da drin ist. Und zwar könnt ihr das super gut mit der Container Registry von Harbor, das ist ein Open Source Projekt von VMware. Und helfen kann euch bei den ganzen Maßnahmen dann eben auch der Container Security Verification Standard. Da sind 105 Empfehlungen drin in 12 Kategorien, an was ihr alles bei Container Security jetzt denken solltet. Wie gesagt, schaut euch den Vortrag in der Aufzeichnung von heute Mittag an, da gehe ich intensiv darauf ein.
Ich zeige euch nur mal kurz das Projekt Haber. Ist eben Cloud-Native-Projekt. Es beinhaltet diverse, es besteht selber aus vielen Containern. Eine oder mehrere davon setzen dann eben Docker Notary um, was ihr für Content Trust benutzen könnt, was grundsätzlich relativ leicht einzusetzen ist durch diese Umgebungsvariablen. Und dann passiert noch ein bisschen komplizierterer Schlüsselaustausch, aber am Ende, das ist die Oberfläche von Haber, die euch bei dem ganzen Administrieren hilft, seht ihr dann, dass dieses Image signiert wurde oder ihr es für euch signiert habt. Und dann könnt ihr eben auch konfigurieren, oder kommt es gleich noch, dass eben nur noch signierte Images auch gepullt werden können. Haber kommt auch mit Vulnerability Scanner daher, die dann eben automatisch bei jedem Pushen von Images eure Images testet gegen die bekannten CVE-Verwundbarkeiten. Und dann bekommt ihr eine schöne Aufstellung mit einer Beschreibung, was ist denn genau das Problem, wie hoch ist das eingestuft, welche Library ist betroffen, in welcher Version und noch besser, in welcher Folgeversion ist genau diese Verwundbarkeit denn behoben. Somit könnt ihr auch eure Images dann wieder sauberer bekommen. Ihr könnt dann am Ende auch Basis-Images bauen, die dann quasi keine Verwundbarkeiten mehr haben. Hier haben wir die Konfiguration, die ich gerade angesprochen habe. Mit einfachen Häkchen setzen könnt ihr dann das Pullen von Images verhindern, die Verwundbarkeiten oder nicht signiert sind. So, dann haben wir noch die Inter-Service-Kommunikation, denn wir haben ja jetzt vielleicht auch Datenbanken sogar in Containern, die betrieben werden. Das heißt, wir haben nicht mehr den klassischen Aufbau von Nord nach Süd, sondern wir haben auch eine Kommunikation von Ost nach West, die wir irgendwie absichern wollen und dann und auch diverse, die eben überall starten. Und da ist ein manuelles Ändern von Firewall-Regeln oder Load-Balancer-Einstellungen infolge von einem Change-Request eben nicht mehr angemessen, sondern wir brauchen hier irgendwas Automatisiertes. Und da hilft uns dann sowas wie Consul Connect, was wir dann auch jetzt in der Erprobung haben, um als oder einen grundsätzlichen Service-Mesh, der euch jetzt hilft, hier solche sogenannten Sidecar-Proxys neben allen Diensten zu starten, die sich dann um die Kommunikation kümmern. Dort könnt ihr meist solche Policies festlegen, dass ihr sagt, okay, die Web-App darf auf die Web-DB zugreifen, aber nicht umgekehrt. Das Ganze wird dann noch mit Zertifikaten versehen, um Mutual TLS zu ermöglichen. Da könnt ihr zum Beispiel wieder Vault benutzen, was dann super auch zusammenarbeitet, um euch die Zertifikate zu generieren. Und habt dadurch dann eine wirkliche Mikrosegmentierung, dass ihr auch quasi Identitäten habt. Ihr habt diese Web-App, egal wo sie läuft, und die hat immer die gleichen Policies auf eben diesen anderen Dienst. Das ist hier ein Beispiel aus diesem Container Security Verification Standard. Da sind dann solche Empfehlungen drin und genau das würden wir jetzt mit der Einführung von Vault dann eben auch erfüllt haben. Wenn ihr die Folien habt, die Überschrift ist ein Link, dann kommt ihr auch auf das GitHub-Projekt. Wie gesagt, 106 Empfehlungen, 12 Kategorien, auch eingeteilt in Beginner, Fortgeschritten und Expertenlevel. Genau, und wenn ihr jetzt noch die Geschwindigkeit erhöhen müsst, weil das immer noch nicht reicht, dann gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit, Sachen wegfallen zu lassen, die ihr bisher getan habt. Zum Beispiel durch die Maßnahme, dass wir jetzt Toggles für zum Beispiel das Testen in Produktion eigentlich haben, was wir dadurch ermöglichen können, könnten wir eigentlich Testumgebungen wegfallen lassen. Ne? Also wenn wir sowieso keine Freigaben brauchen, ist das sowieso kein Problem. Falls wir doch noch Freigaben brauchen, gibt es vielleicht noch so einen Zwischenweg, dass wir irgendwie neue Umgebungen hochfahren, in der dann dieses Feature nur zur Abnahme bereitsteht, um es danach auszurollen. Aber das wäre jetzt die Möglichkeit, nochmal Geschwindigkeit zu erhöhen. Okay, dann sind wir auch schon fast durch. Was solltet ihr jetzt von heute mitnehmen? Welche Anforderungen werden an euch gestellt oder stellt ihr euch selbst? Bezüglich Verfügbarkeit haben wir uns was angeschaut. Zero Downtime kann man ermöglichen. Fragt euch aber auch, ist es wirklich notwendig, sich damit zu beschäftigen? Quality und Speed, also ganz viel automatisieren, um die Geschwindigkeit zu bekommen. Manuelle Dinge loswerden, Vereinfachungen, automatisierte Tests. Security, schon auch hier alles aufsteigende
aufsteigende Reihenfolge der Wichtigkeit aus meiner Sicht. Security sehr wichtig, vor allem startenden Testen. Wenn wir jetzt in Containern sind, neue Angriffsvektoren, beschäftigt euch mit Container Security. Schaut euch Service Meshes an. Auch wenn ihr wieder nur vielleicht einzelne Funktionalitäten davon benutzt, wie zum Beispiel das Versehen mit Zertifikaten. Und eben der größte Aspekt wahrscheinlich, um hier überhaupt voranzukommen, das Problem der geteilten Verantwortlichkeiten klären. Und da helfen dann vielleicht so Dinge wie ein Secrets Management Tool, aber eben auch dieses Unified Deployment mit Containern hilft dann eben auch, die Dinge standardisiert, automatisiert und zu vereinfachen. Jetzt haben wir so Aspekte wie zum Beispiel Infrastructure as Code, haben wir noch nicht mal betrachtet. Aber was ich euch hier noch zeigen will, ich hatte ursprünglich diese Maßnahmen in drei Kategorien einteilen wollen. Das wäre dann jetzt die Zusammenfassung, wo man die so einordnen kann. Also wir hätten die Kategorie, wir brauchen gewisse infrastrukturelle Dinge, um überhaupt Richtung Continuous Deployment kommen zu können. Also sowas wie Continuous Integration, Continuous Delivery hat immer einen gewissen Anteil auch an Infrastruktur, den wir brauchen. Secrets Management und Service Mesh sind halt nun mal Tools, die wir dann einführen müssen. Sie gehen aber in den Bereich Application Preparation auch schon rein. Also wir müssen auch unsere Anwendungen fit machen und den Entwicklungsprozess anpassen, dass wir das überhaupt hinbekommen. Na, zum Beispiel durch sowas wie Branch by Abstractions und Feature Toggles können wir die Anwendungen vorbereiten, Continuous Delivery zu ermöglichen oder eben Continuous Deployment. Und wenn wir dann noch in den Bereich Release-Strategie reingehen, dann haben wir die Punkte wie Zero Downtime ganz klar, aber eben auch Container Security, weil das eben für den Betrieb dann ganz wichtig ist. Okay, das wäre es dann auch schon. Ich wünsche euch auf jeden Fall bei der Etablierung von Continuous Deployment in einer wahrscheinlich gewachsenen Organisation viel Erfolg und Spaß bei der Herausforderung. Ihr werdet belohnt mit einer massiv erhöhten Produktivität. Wir haben das jetzt komplett durchgezogen für alle Umgebungen, also auch für Anwendungen, die im Internet stehen, Container bereitzustellen auf Knopfdruck. Und die Geschwindigkeit hat massiv zugenommen. Wie überprüfst du, ob du mit dem CIS-Docker-Benchmark konform bist? Genau, also ich lasse natürlich den Docker-Bench einfach laufen als Container. Da konnten wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wenn ihr aber den Talk von heute Mittag zu Container Security euch anschaut, da ist auch dann ein Beispiel drin, auch mit einem kompletten Befehl, wie ihr den starten könnt. Dann bekommt ihr quasi eine Ausgabe auf der Konsole mit den dort aufgefallenen Dingen, ob das jetzt nur eine Info ist oder ein Warning und was alles die Prüfung bestanden hat. Das sind ungefähr 80 Maßnahmen. Davon kommen viele auch schon in diesem OWASP, in dieser Checkliste vor. Das ist natürlich auch nur eine Checkliste. Die könnt ihr natürlich nur manuell durchgehen und für euch selber dann quasi abhaken oder die Maßnahmen ergreifen. Aber wie gesagt, dazu gibt es einen separaten Talk und auch einen Artikel im AX-Magazin dazu von mir, der das intensiver dann abdeckt. Ja. Was ist mit der Frage, Andreas gemeint, Haber versus Anchor? Hier ist Andreas. Hast du letztendlich mit den Folien schon behandelt? Haber kannte ich nicht, Anchor kenne ich und habe gesehen, dass Haber etwas mehr kann. Ja, Haber ist also gigantisch, eins Tool des Jahres für mich, neben Traffic, denn es hat noch diverse andere Funktionalitäten, die wir zum Beispiel auch gut gebrauchen können oder falls du jetzt auch aus so einem klassischen Unternehmen kommst. Wir haben zum Beispiel die Compliance, dass für die Anwendungen, die im Internet stehen, darf es keine Verbindung ins interne LAN geben. Das ist komplett unterbunden. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn wir da Container deployen wollen, müssen irgendwie die Images dahin kommen. Und Haber hat die Funktionalität, diverse Registries zusätzlich anzubinden und dann über Replikationsregeln da Images irgendwo hin zu pushen. Somit konnten wir halt ermöglichen, dass wir für bestimmte Projekte, bestimmte Images, die vielleicht auch mit einem Label versehen sind oder so, dann auf Knopfdruck oder über den Bildprozess dann auch sogar automatisiert, dann in die Internetzone pushen können, um dann da den Container starten zu können.
Sehr gute Frage von Lennart. Mich würde der Weg hin zur Docker-Infrastruktur interessieren. Hast du da zufällig auch schon mal einen Vortrag gehalten? Ja, genau. Lustigerweise habe ich ja tatsächlich diese drei Vorträge, die irgendwie eng zusammenhängen, weil das eine das andere bedingt. So ist das halt auch alles entstanden, weil man sich mit dem einen beschäftigt, stolpert man direkt wieder über das nächste, die nächste Herausforderung. Und ja, ich habe gestern den Vortrag gehalten, es muss nicht immer Kubernetes sein. Und der beinhaltet quasi unsere Roadmap, die wir beschritten haben, was jetzt auch über gut 3 Jahre ging, von einer wirklich ganz klassischen Application-Server-Landschaft mit vielen Anwendungen auf einem Application-Server, davon aber mehrere, hin zu einer quasi Cloud-Native Architektur mit allem, was dazugehört, mit diversen Tools, eben auch alles mit einzelnen Open-Source-Tools, wo jedes Tool eine spezielle Aufgabe richtig gut kann, was uns und dem Betrieb die Möglichkeit eben auch gibt, nach und nach zu lernen und eben immer nur einen Baustein dazu zu nehmen, über den man gerade stolpert, wo man die nächste Herausforderung lösen muss, statt von heute auf morgen so einen Riesenklotz wie Kubernetes einzuführen, was meist unrealistisch ist für kleine IT-Abteilungen, sage ich mal, in einem Betrieb oder einer Behörde, die das alles selber machen müssen. Hat auch eine Transformation der beauftragenden Fachbereiche in deiner Behörde stattgefunden? Ich kann es versuchen, noch näher zu erklären. Ja, gerne. Also, wenn das klingt jetzt alles sehr agil und wir deployen vielleicht ein, zweimal am Tag oder ein, zweimal die Woche. Und ich meine Erfahrung ist, dass der Fachbereich, der, glaube ich, auch nach deinem gestrigen Vortrag in deiner Behörde existiert und also der Auftraggeber ist, dass der Schwierigkeiten hat, sich daran zu gewöhnen. Dass er eben trotzdem natürlich seine Freigabe erteilen möchte. Das muss dann auch irgendwie dokumentiert werden und dort eben die Ressourcen zu bekommen. Hat das bei dir irgendwo gab es ähnliche Reibungspunkte oder habt ihr das irgendwie denn anders gelöst? Nee, auf jeden Fall. Und das hat uns dazu bewogen, organisatorisch uns anders aufzustellen. Das heißt, wir haben kontinuierlich meist sowas um die 5, 6 Projekte, Produkte in Weiterentwicklung oder Neuentwicklung. Machen 2 Sprints immer parallel, weil wir 10 Entwickler ungefähr sind mit 2 Product Ownern. Und switchen dann jedes Mal komplett. Also wir haben wirklich in jeder Runde meist ein komplett anderes Projekt. Dazu habe ich mal einen kleinen Blogartikel geschrieben bei Medium. Kannst du auch mal reinschauen, wo das ein bisschen ausführlicher beschrieben ist. Das hat gewisse Herausforderungen. Du hast halt alle 3 Wochen einen kompletten fachlichen Switch. Hat aber auch diverse Vorteile, dass ständig neue Sachen entstehen können, weil du halt auch zwischendurch dann wieder komplett neue Projekte hast, wo du wieder ganz neu aufsetzen kannst, was du dann nachher wieder im Sprint eines anderen Projekts wieder einbringen kannst. Dadurch ist immer viel im Fluss. Und genau, und die jetzt habe ich noch was anderes gelesen, ich bin Die fast, Fachbereiche aber. können sich dann da wahrscheinlich darauf einstellen, auf die Sprints, wann sie ihre Ressourcen zur Verfügung stellen müssen. Ja, das ist das. Und sie wollen halt oder kommen oft dann auch nicht während des Sprints zum Testen, sodass sie dann nachher doch wieder erst danach testen können, sodass eben das erzwungen ist, dass da eine Pause ist. Aber wir haben diese Pause dann eben genutzt. Wir machen sogenannte Main Weeks dazwischen. Die stehen für Wartung und Innovation, Maintenance und Innovation, sodass wir aufgrund der Vielzahl der Projekte gibt es halt auch immer irgendwo was, was noch gefixt werden muss, wo noch eine Kleinigkeit dazukommen muss. Da ist dann Zeit dafür. Da finden dann auch die ganzen Übergänge statt, also ein Refinement für die nächsten Sprints, die Retro und solche Dinge. Aber eben auch eigentlich regelmäßig so ein Innovation Day, wo man dann auch wieder neue Technologien ausprobieren kann, die man dann vielleicht wieder in die Masse bringt, in die Fläche. Gut, dann nochmal vielen Dank. Bis irgendwann.